Hallo bei mir und Mika. Hier zeige ich dir Meilenstein für Meilenstein, wie du zum sicheren Rechner wirst. Heute starten wir bei Meilenstein 1. Hier geht es um das Mengenerfassen. Du brauchst für diesen Meilenstein die Mengenkarten der Schwierigkeitsstufe 1 sowie später die Mengenkarten der Schwierigkeitsstufe 2. Es geht nämlich darum, Mengen auf einen Blick, dazu sagt man auch simultan, zu erfassen. Ich zeige dir das gleich mal. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Hier in diesem Meilenstein geht es darum, Mengen simultan, das bedeutet auf einen Blick, zu erfassen. Dafür brauchen wir zunächst die Mengenkarten der Schwierigkeitsstufe 1. Auf jeder Karte siehst du Plättchen aufgezeichnet. Deine Aufgabe ist es nun, die Anzahl dieser Plättchen möglichst schnell zu benennen. Hier siehst du zum Beispiel 3 Plättchen. Das sind auch 3, 2, 4, 2. Siehst du, wie schnell ich die Anzahl benennen kann? Ich muss nicht 1, 2, 3, 4. Das wäre zählen. Da geht es nicht in diesem Meilenstein drum, sondern hier geht es wirklich darum, die Menge ganz schnell zu erfassen. 5, 3. Musst du bei der einen oder anderen Menge zunächst noch zählen, ist das auch gar kein Problem. Aber wir wollen es in diesem Meilenstein schaffen, die Menge anzugeben, ohne dabei zählen zu müssen, sondern auf einen Blick die Mengenanzahl angeben zu können. Das machst du mit der Schwierigkeitsstufe 1 so lange, bis du dich sicher fühlst. Und dann nimmst du dir die Mengenkarten der Schwierigkeitsstufe 2. Das ist schon etwas schwieriger. Hier siehst du zum Beispiel 6 Plättchen. Das sind 5. Na, findest du es heraus? Genau, das sind 6. Ganz schön schwierig, oder? Das sind auch 6. 5, 6 und das machst du so lange weiter, bis du nicht mehr zählen musst, sondern auf einen Blick sagen kannst, das sind 5, das sind 4. Darum geht es in Meilenstein 1, Mengen simultan zu erfassen. Nun kannst du dich ans Üben machen. Übe so lange, bis du den Meilenstein perfekt beherrschst und gehe erst dann zum nächsten Meilenstein weiter. Das kann ein bisschen dauern und das ist gar kein Problem, aber du wirst es schaffen, da bin ich mir sicher. Wir sehen uns beim nächsten Meilenstein.